Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt. Das Spiel, das wir uns anschauen werden, ist Star Control und zwar für den Commodore Amiga. Ich sag gleich, also mein Bruder ist auch wieder da. Hallo, grüß euch. Die Amiga-Variante habe ich leider nicht. Ich habe in meiner Sammlung zufällig die Sega Genesis-Variante von dem Spiel. Aber wir schauen uns trotzdem die Amiga-Variante an, weil die haben wir als Kinder gespielt. Ja. Gleich einmal vorweg. Fangen wir gleich einmal so an. Wir haben gerade zwei Aufnahmen hinter uns. Einmal mit Star Control, einmal mit einem anderen Spiel. Interessanterweise hat es technische Schwierigkeiten gegeben und das Material ist mehr oder weniger unbrauchbar. Das zweite Projekt machen wir anders mal wieder, ist ja wurscht, aber jetzt halt eben, das machen wir jetzt noch einmal. Immerhin einen Vorteil haben wir, ich meine, ihr seht jetzt davon wegen des Intro und so irgendwas, weil das werde ich von der vorigen Aufnahme hernehmen, weil wir auch noch zusätzlich technische Schwierigkeiten gehabt haben mit der Steuerung. Genau. Weil nämlich beim Commodore Amiga halt eben, damit man zwei Joysticks benutzen kann, muss man laut Anleitung bei der Codeabfrage darfst erst die Maus rausnehmen und den Joystick reingeben. Wir machen das Ganze mit WinUAE und da muss es ähnlich so machen. Ich habe es gestern getestet gehabt, hat alles funktioniert, nach mehrfachen geistigen Zusammenbrüchen und so irgendwas, weil bis ich rausgefunden habe, was er genau von mir will, weil in der Anleitung steht drinnen, vor der Codeabfrage. Aber im Endeffekt muss bei der Codeabfrage muss das reingeben, halt eben, damit die Codeabfrage ist ja der Kopierschutz gewesen. Und ja, im Endeffekt halt eben, wie wir dann aufgenommen haben, egal wie wir es gemacht haben, ja, es hat nicht funktioniert. Und Keyboard ist an sich nett gemacht, nur das Blöde ist, dass die Keyboard-Steuerung ändert sich jedes Mal, wenn du das Spiel ladest. Und gestern habe ich es gehabt, dass einmal war es die WASD-Steuerung ungefähr, dann wiederum war es von wegen, dass auf einmal M ist links, E ist rechts. Also es hat hin und vor nicht gepasst. Kunterbunt. Wie wir dann das aufgenommen haben, ist wenigstens so weit hat's funktioniert, dass die Tastaturbelegung halbwegs funktioniert hat mit der numerischen mit dem numerischen Block oder Ziffernblock und halt eben mit Enter und Shift. Dafür hat dann wieder mein Windows angefangen. Jedes Mal, wenn ich die Shift-Taste gedrückt habe, wollen sie nicht irgendeine Änderung machen in den Einstellungen. Katastrophe. So gewesen, halt eben, ja. Katastrophe. Ja. Wurscht, jetzt sind wir soweit. Dass das funktioniert mit Joystick. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir jetzt da eh schon im Menü drinnen, halt eben von dem Spiel. Ganz kurz, dass wir ein bisschen Geschichte auch dabei haben. Star Control ist 1989 bzw. 90 erschienen, ist rausgekommen für PC-DOS, Commodore Amiga, Commodore 64, Mega Drive bzw. Genesis, Amstrad und Spectrum. Wurde damals hergestellt von der Firma Toys for Bob. Und am Anfang ist eh unten gestanden beim Copyright Reiche und der zweite, was jetzt nicht mehr wieder geheißen hat. Und der Reiche, dieser eine Programmierer, der hat damals, war einer von den Programmierern, die das Spiel, genau, Reiche und Ford. Auf jeden Fall der Reiche war einer der Programmierer, die damals Archon programmiert gehabt haben. Dieses Strategie-Schachspiel mit den Action-Sequenzen, wenn wenn zwei gegnerische Figuren aufeinandertreffen, hast du es da dann ausgekämpft in so einer Action-Sequenz. Und quasi das haben sie noch einmal gemacht bei Star Control. Star Control an sich ist eigentlich, wenn man das Hauptspiel spielt, ein Strategiespiel. Gibt es mehrere Szenarien, es gibt zwei Rassen oder zwei Lager halt eben, du hast die Hierarchie von Ur-Kwan, das sind quasi die Bösen, und dann hast du die Allianz der freien Sterne, das sind die Guten, dort sind sogar die Menschen dabei. Warum die dort dabei sind, weiß ich nicht, aber ja, okay, also die Programmierer sind Menschenfreunde, lassen wir so stehen. Ganz kurz nur, wollte ich auch noch, ja, und von Echolot ist das Ganze halt eben veröffentlicht worden. Der zweite Teil ist dann 1992 rausgekommen, der hat es damals gegeben für PC, Commodore Amiga und 3DO. Die Variante habe ich sogar für ein 3DO, werden wir uns vielleicht irgendwann einmal anschauen. Das ist dann nicht mehr ein Strategiespiel angeblich, sondern das ist mehr ein Action-Adventure, weil da fliegst dann mit einem Raumschiff herum und versuchst dann Kolonien zu erstellen, Sternenbasen, andere Schiffe, aber das ist, da ist viel mit Dialoge. Also du triffst auf lauter Aussichtlich und mit denen du an Dialog arbeiten und ja, je nachdem, wie der Ausgang ist, helfen sie da oder joinen dich auf deiner Reise oder greifen dich an halt eben. So von dem her, was ich so gesehen oder gelesen habe, ist, du hast als Basis hast du ein Raumschiff, was du aufrüsten musst, dass es dann das ultimative Raumschiff ist, um gegen die Ur-Kwan zu kämpfen. Und auf jeden Planeten, den du kommst, gibt's verschiedene Rohstoffe,
die halt eben dann für entweder für Waffen, für Antriebe, für keine Ahnung was, du dann das Raumschiff genau, das aufrüsten ist, kannst. Das habe ich mir auch gestern angeschaut, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber das habe ich mir auch gestern angeschaut, da kommst du dann vorbei und dann schickst du eine Drohne runter und mit der musst du dann die Sachen aufsammeln, nur die Drohne hält auch nicht ewig und je nachdem, was das für Planet ist, weil das habe ich gesehen, da ist einer auf so einen Merkur, glaube ich, ist er geflogen und da hast du lauter Vulkanausbrüche und so irgendwas und der hat immer runter rauf. Also er hat immer runtergeschickt, schnell einsammeln, wieder raufholen. Wieder runter, weil die halt eben schnell hin wird. Auf jeden Fall, das ist mehr Action-Adventure. Und dann halt eben hat es dann 1996 hat es dann den dritten Teil gegeben. Es gibt, glaube ich, noch mehrere Teile von Star Control, aber bis zum dritten, das habe ich irgendwie mitbekommen. Und den hat es dann nur mehr für PC gegeben. Uah. Da fliegt alles durch die Gegend und den haben wir sogar noch. Den hat uns damals unser Papa aus Amerika mitgebracht. $25, also $24.99 ja, steht ja. Sogar das Preisschild. Aber ich sehe sogar, da ist sogar Star Control 1 und 2 dabei. Ja, komplette Trilogie. Hm. Ja, na, aber lustigerweise, aber das haben wir so gut wie nie gespielt. Aber das ist halt ja, wenn eins haben wir immer gespielt. Mein, überhaupt, wenn ich mir das anschaue, das schaut überhaupt auf das so aus wie Command & Conquer auf einmal. Oder wie ähnlich oder wie aber das könnte auch sein, dass das also jetzt eben nicht so ist, dass dann... Populus oder sowas, ne? So ähnlich. Ja, aber es könnte halt eben nur sein, du gehst dann auf den Planeten, schaust dir das an, wenn du was baust, wird das einfach dazu gepflanzt. Also das ist nicht so unbedingt so strategisch. Idol. Was? Battle Idol. Ja, eher Command & Conquer. Ja, wurscht. Dann haben wir das jetzt einmal hingestellt. Wie gesagt, halt eben der Strategieteil bei dem Spiel schaut meistens so aus, von wegen, wenn man es spielt, wir haben es früher nicht gespielt, aber ich weiß, ich habe es auch gestern angeschaut, beziehungsweise ich habe es vor Ewigkeit mal angeschaut, da geht es dann darum, du hast halt eben ein Sternensystem, auf der oberen Seite fängt eine Rasse an oder eine Seite und auf der unteren Seite die andere und du musst dann halt eben Sternen, also Schiffe bauen, du hast Ressourcen und Geld, Schiffe bauen, die muss dann halt eben auch zu Planeten schicken, je nachdem, wenn man den Planet kolonisieren kann, kann man den kolonisieren, kriegt man Geld, wenn nicht, kann man den minen, also ausminen halt eben und kriegt dann dort seine Erze her und muss dann eine Streitmacht aufbauen, muss quasi die gegnerische Starbase zerstören. Gibt's da eigentlich schon kolonisierte Planeten, die man erobern kann auch? Irgendwas, nein, das oder weiß ich jetzt nicht. Oder du eroberst vom anderen die Planeten. Das kann auch sein, glaube ich. Das und ich glaube, je nachdem, wenn du wohin fliegst, kann es sein, dass du eine Technologie findest. Mhm. Oder irgendwas Spezielles oder der Raumschiff auf einmal. Ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall halt eben, das ist der Strategiepart und wenn die gegnerischen Parteien aufeinandertreffen, dann gibt es diese Zweikämpfe. Und diese Zweikämpfe, muss ich zugeben, also wir haben die eigentlich nur gespielt und ich weiß aber, wir sind nicht alleine. Also sind wir sowieso nicht, aber ich meine jetzt von wegen mit diesem... Viele haben es so gespielt wie wir. Genau, also das, was wir jetzt da machen werden, weil jetzt sind wir ja noch immer in den Ding drinnen. Einen Punkt, den haben wir beim ersten Mal nicht besprochen und auf den mit, oder vielleicht weißt das du besser, man kann ja da jetzt... Hey, ich habe die Steuerung. Ja, ich habe jetzt auch Joystick-Steuerung. Ja. Was? Also im Human... Nein. Okay. Computer, aber was ist mit Cyborg und Psytron? Du lesen! Ja, was? Geh nochmal rauf. Achso, Computer Fights Battle for Human. Ah, okay. Genau. Und genau, also die Strategie ist das. Okay, das ist das. Okay, alles klar. Also du kannst einstellen, von wegen, was der Computer für dich übernehmen soll, oder du machst alles. Genau. Also entweder der Computer macht alles, oder eben... Genau. Er macht die Kämpfe für dich und du machst die... Strategischen Part oder umgekehrt. Okay. Joystick. Passt, gehen wir raus. Practice war halt jetzt, jeder sucht sich ein Raumschiff aus und du kämpfst nur die zwei Kämpfen gegeneinander. Dann hast du halt den Melee, ist von wegen, dass beide Seiten gegeneinander kämpfen. Full Game war halt natürlich dann der Strategie-Part. Ja, und das Set-Player haben wir Set-Player, ja jetzt. Halt eben. Und Quid ist fun durchgestiegen. Aus ist mit Spaß. Gut, also fangen wir Melee an. Bist du jetzt einmal die anderen, oder... Weil wir haben letztes Mal schon machen wir noch einmal das. Gut, also dann machen wir es wieder mit Fragezeichen. Ja, also er spielt quasi die Bösen, die Urquan halt eben, und ich spiele quasi die Guten, die Allianz. Jede Rasse hat eigene Schiffe und du hast immer eine Primärwaffe und eine Sekundärwaffe. Und jedes Schiff hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Und eigentlich... Ja, was wir aufgenommen haben, die verschollene Folge, sind wir zu dem Fazit gekommen, dass die Allianzschiffe
die manövrierfähigeren sind, aber die Urquan die stärkeren sind. Auf jeden Fall von den Waffen. Wenn sie den mal treffen, ja. Ja, also ich bin der große Fleck. Und ich bin der klingonische D7-Kreuzer-Verschnitt. Ja, kannst du hey. Gut. Ich bin aber urleise. Ja, bei mir auch. Ich höre nichts. Der Piff. Der Piff von Fuchs. Ja, wenn die Namen ändern sich, also oben steht die Klasse oder der Schiffsname und unten steht halt eben der Captain, weil nämlich rechts der Fuel, das ist halt eben die Energie, die wird nachgeladen, wahrscheinlich von einem Warpkern oder was auch immer, und das ist für die Waffen zuständig. Genau. Und links halt eben hast du die Crew, das ist die Lebensleiste. Genau. Ja. Ja, jetzt fliege ich mit die Erdlinge und es ist schon wieder der Decker. Ja, ja, genau. Captain Decker. Und wie gesagt, es gibt halt eben stärkere Raumschiffe und schwächere. Das Earthling ist ein bisschen stärker, aber hat halt eben auch die Urnachteile. Und es gibt es ist halt langsam, aber ja, die Atomraketen sind halt so stark. Ja, und halt eben gegen gewisse Raumschiffe ist mein Raumschiff halt eben wirklich prädestiniert zu kämpfen. Und ja. Aha, jetzt heißt es SE-71. Okay, also die haben offenbar immer Namen von Flugzeugen. Nein! Ah, okay, damit kann ich die Atomrakete vernichten. Ich weiß aber nicht, ob du nicht... Du verlierst trotzdem. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht. Weg! Alter, du Hund! Treffer! 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 Na geh! Scheiße! Ja! Fast hätte ich dich gehabt. Wir treffen nur mit zwei Leute. Ja! Bei meinem Glück kommt jetzt wieder der Kamikaze raus. Ja, das war letztes Mal so lustig. Ja, jetzt reibe ich zurück. Ja, weil du musst ja ausprobieren, was kann, was kann diese Zweitwaffe? Na, der Vogel. Ja, der ist gut. Wieder die Star Wars-Schüsse. Hm. Also die Blooper, die haben überhaupt keinen Sinn. Haha. Ja, aber die haben trotzdem so ein bisschen einen Homing-Effekt. Also wenn du nah dran bist, die wandern zum Gegner. Jehad. Also der Jehad meiner halt eben hat diese Doppelmaschinengewehre und er hat ein Schutzschild. Nur das Schutzschild bleibt ganz kurz aufrecht. Also das ist wieder der Nachteil, er hat zwar halbwegs gut... von der Lebensenergie oder halt eben von der Crew, aber halt eben die Stromversorgung ist eine Katastrophe. Da ist ein weiteres Klingonenschiff, ein Bird of Prey. Ja, genau, weil der kann sich tarnen und hat einen Flammenwerfer als Primärwaffe. Ja, direkt. Und wir haben sie ja im letzten Video gesagt, dass also der Jehad dieses Maschinengewehr, der Soundeffekt ist vom Star Wars Arcade Game. Eher auf dem Amiga, glaube ich, ne? Ja, ja, auf ersten und zweiten Teil. Wow, da ist er. Da ist die Sau. Ah, aber du kannst meine Flammen zerschießen. Ja, damit. Und umgekehrt. Aber das Gas geben funktioniert nicht immer bei dem Schiff. Ist mir gerade aufgefallen.
Schon wieder, ich komme nicht weg. Also bei dem immer wieder von wegen, entweder kann ich mich nicht umdrehen oder ich kann nicht Gas geben. Ist nur lustig, wie gesagt, in der vorigen Folge, wir haben alle schon erzählt, deswegen wissen wir ja, jetzt gerade nicht. Was wir jetzt noch erzählen sollen. Ja. Weil wir es wahrscheinlich eh schon gesagt haben, aber es war in der vorigen Folge. Ja, also als Kind haben wir nur eigentlich in ein Einserteil gespielt, also 2 und 3, aber das haben wir eh schon gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, ich nehme mal an, in Dreierteil haben wir natürlich irgendwann einmal ausprobiert. Ja, aber das war uns irgendwie zu mühsam, oder? Launch Fighters, schnell weg, schnell und weg. Das ist halt eben der Oberbösewicht. Ja, die Kampfstern Galaktiker da. Mit dem Kampfstern Galaktiker Verschnitt, der hat halt immer Sekundärwaffe Jäger, die er starten kann, und das ist halt extrem effektiv. Mhm. Weil ich kann dir noch nichts anhaben. Genau. Und wir haben es auch in der letzten Folge erzählt, die Primärwaffe, der Soundeffekt, also ist so eine Mischung aus Star Trek, die originale Serie der Photonentorpedo, beziehungsweise von He-Man, von der Zeichentrickserie, da gab es auch Schuss-Soundeffekte, ja, die sehr ähnlich klangen. Also irgendwie von dem haben sie sich inspirieren lassen. Lassen wir mal eine Staffel-Webe starten. Aber das Ding ist wieder sehr schnell von den Sirenen. Ja, ich kann deinen Dingern ausweichen, das ja. Aber ich kann dir nicht wirklich irgendwas anhaben, das ist das Problem. Kommt zurück zur Basis. Weil eben von den Sirenen, das Special ist das durch ihre Rufe halt eben, dieses nimmst du normalerweise von dem Gegenüber die Crewmitglieder weg und die genau, flüchten in den Weltraum und du kannst dann aufsammeln, das heißt, er verliert Lebensenergie und du kriegst das gut geschrieben. Nein, die sind alle auf dem Planeten gestürzt. Das ist das Einzige, was ich gegen dich machen kann. Mehr kann ich nicht. Au. Schon wieder. Ja, toll, jetzt fliege ich genau rein. Ja, mit dem Raumschiff komme ich nicht weit. Das kannst du vergessen. Und du brauchst nur zweimal treffen oder was, nicht, bin weg. Da, du sammelst das. Du fliegst, ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich das mache, du fliegst genau in die Richtung, wo die raushupfen. Haha! Ah ja, wirklich. Genau. What? Oh, einen habe ich mitbekommen. Nee, du Hund. Toll. Ich meine, ein gutes Raumschiff ist dabei. Mhm. Bei die drei. Ja, du kannst deinen Kamikaze jetzt nehmen. Ja, wenn der an dich rankommt. Ei! Der kleine Waschbär. Der Rocket. Nein, das ist der andere. Ja, sonst Hintergrundmusik gibt es leider keine. Puh! Ja, die Taktik ist eh gut. Ja, ich kann es viel anders machen, das ist ja das Blöde. Ich kann das so gut wie nichts anhaben. Und ich glaube auch nicht, dass ich zum Beispiel mit den Laser, was ich da habe, dass ich deine Schiffe zusammenfetzen kann.
Aber was halt auch super bei dem Spiel ist, also sie haben echt auf die Physik auch geachtet, dass man eben, dass die Planeten Gravitation haben und dass man auch das Gravitationsfeld als Beschleuniger verwenden kann. Genau, nein. Und wenn man knapp am Planeten vorbeifliegt, dann hat man halt eben so einen richtigen Beschleunigungseffekt auch durch die Gravitation. Und das Spielprinzip basiert ja auf dem Spiel Space Wars, was ja eben ein Zweispielerspiel ist gegeneinander, wo zwei Raumschiffe irgendwo im Weltall sind und in der Mitte ist eine Sonne oder ein Mond mit Gravitationsfeld. Und das haben sie da übernommen halt eben. Das ist aber ein Card-Game gewesen, ne? Das genau, ist eine Spielhalle gewesen. Das hat der Ding, der Nolan Bushnell, was ich weiß, gut gefladert gehabt. Das hat wer andere erfunden gehabt. Echt? Und der hat es dann vermarktet. Und das war sein erster Spielautomat, bevor er Pong gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das nur Space geheißen hat bei ihm oder ob es da auch schon Space Wars geheißen hat. Space Wars hat eh auf sehr vielen Systemen gegeben. Gut, das ist der ewige Kampf mit der Taktik, die wir da an den Tag legen, wir beide. Fliegt er eh die ganze Zeit hinterher. Du. Ja, naja, gut, und ich kann mich nicht umdrehen, gescheit. Das ist. Oh. Die Jäger bei mir starten hat keinen Sinn, weil du bist schneller als sie. Das ist richtig. Mhm. Zumindest in der. Deswegen muss ich es mit der Primärwaffe richten. Wenn ich halt eben so jetzt gerade bin, dann. Da der ist. Ja, das ist eh wieder mein Verderben, was ich jetzt da mache. Ja, ich kann dem nichts machen. Das ist ja nur wenn. Haben wir schon gesagt, dass das der Oberschurke ist? Urquan, ja. Das ist der Oberhäuptling von der feindlichen Hierarchie von der Allianz. Ei! Yes. Siehst du, das ist so weit weg gewesen. Ja, du musst dreimal nach hinten drücken. Er hat drei solche Selbstzerstörungsknöpfe und seine normale Angriffskraft hat eben dieser Mini. Er hat so einen Minischuss, da nimmst ein Strichel weg. Das ist unglaublich. Ja, ich hab nur mehr eine Crew-Mitglied. Ja, ich weiß. Das heißt, einen Jäger starten und ich bin eigentlich tot. Du kannst keinen Jäger starten. Das ist mein Lieblingsraumschiff halt eben. Das Ding hält nichts aus, ja, aber schießt das ist von super. Selbst, das ist, also zumindest in die Richtung. Mörderisch wenden kann er. Ja. Und keine Gravität kann ihm was anhaben. Das ist auch der, der eben vom Titelbild ist. Der Pizzabi. Ja, jetzt ist nur mehr Chance bei mir. Ja, sag dir es nicht. Also mit zwei glaube ich, habe ich kein Problem, aber dieses Atom, der kann man gefährlich werden. Ja, das Problem ist halt eben, ich muss die Schüsse halt richtig ausrichten. Immer, dir ist wurscht. Und es ist nämlich urschnell bei mir die Energie weg. Ja, aber dafür hast du fünfmal so viel Lebensenergie wie ich, gell? Da scheiße ich doch drauf. Ja. Die Zweitwaffe des Atoms. Das Atom. Und dafür ist er schnell. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer schneller ist. Also wir sind beide schnell, das ist. Aber ich glaube, du bist wirklich um ein Eizerl schneller als ich, wenn es drauf ankommt. Ja, dann nicht. Ja, jetzt was? Kommt er nicht? Ja! Ja! Aber ich habe nur noch zwei, also wie gesagt, hättest du mich jetzt dann noch einmal erwischt. Ja, hätte Fahrradkette. Und auch da jetzt, wenn mal ein Fauxpas passiert, weil ich muss quasi perfekt spielen, dass ich dich jetzt schlag. Bezabi. Ach, ja, so nicht.
Ja, das ist irgendein Virus oder sowas. Ja, irgendwas Medizinisches oder Biologisches, Entschuldigung. Er kann denken, dein Raumschiff. Das ist die Zweitwaffe, ja, das Denken bei ihm. Ja, gut, das ist ja wertlos. Ja, wie gesagt, mir darf kein Fehler passieren, das ist das. Tja, sag ich, das haben wir nämlich vorher auch schon gehabt. Also ich kann mich selbst mit meinen Schüssen töten. Aber gut. Nein, weil es war wirklich das, wir haben uns immer aufs Spiel konzentriert und er hat noch gemeint von wegen, ich glaube, wenn ich mich selber treffe, dann verursache ich Schaden. Und ich habe gesagt, hey du, ich pass nicht auf. Nein, das wäre es jetzt gewesen. Scheiße. Wie langsam, ja, das ist meine einzige Stärke, dass ich in Rückzug antritt. Das ist aber auch ein Soundeffekt, den man manchmal bei irgendwelchen Serien oder was hört. Titanen. Bob! Du bist der Bob! Ui. Ja, gut, dann von der anderen Seite. Dieser komische Beam schaut aus wie so Zuckerstreusel, gell? Ja. Geschlecht nicht. Ich kann jetzt überhaupt nichts mehr machen. Ich hab kein Fuel mehr. Und der ladet sich ja nicht auf. Ja, wie gibt's das, dass du überhaupt schießen kannst, wenn du kein Fuel hast? Der Beam ist wurscht, der nimmt nichts weg, aber... Ja, super. Aber dieses schnelle Weg, das nimmt den Fuel weg, aber... Ist mir aber auch noch nie aufgefallen, weil es ist irgendwie interessant. So! Ja, mit zwei Mann! Mit zwei Mann haben überlebt. Aber mit zwei Mann kann man keine neue Rasse gründen, also... Tja, mit zwei Mann wird es schwer. Ach Gott, Revanche oder ja, Plasmas? Aber jetzt einmal andersrum. Andersrum? Okay. Willst du einmal die Dinger spielen? So, Set Players, muss ich kurz schauen. Joystick ist da. Melee. Gut. Ich einmal die Außerirdischen. Kannst du auch mal Fighter launchen? Ja. Erdbeer ist. Eins. Ja. Aber nicht wundern, wie gesagt, ich habe auch gerade bei dem Raumschiff oder was habe ich gehabt, dass wenn ich Gas geben habe, auf einmal geht es nicht erst beim zweiten Mal oder beim Wenden. Bei was? Ich weiß jetzt nicht, bei dem Raumschiff zum Beispiel ist mal passiert. Zwar auch das, ich weiß nicht warum, aber in der Kindheit, wie wir das gespielt haben, du hast wirklich meistens die Urquang gespielt und ich habe... Halt eben die Allianz gespürt. Dreimal nach hinten müssen. Du müsstest am Anfang zweimal nach hinten. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst. Also unten hat er drei Hebel und jedes Mal, wenn du zurückdrückst, erste für die Detonation, zweite und beim dritten zerreißt sie. Dann macht er den Selbstmord. Pass auf, jetzt zerreißt sie. Der wächst. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber in dieser Sendung war Ultraman. Was? Der Leihoper. Der Leihoper. Mit Alfred Böhm, das haben wir zufällig aber dann nur gesehen. Mm. Und eben, die Kinder haben sich Ultraman angeschaut. Ja, er hat Baby gesittet halt eben quasi. Ja, beim Wurm und der hat sich halt eben Ultraman angeschaut. Und das hat ich finde es immer wieder faszinierend, was dir Stand-Up-Peter so von früher einfällt und was mir Stand-Up-Peter so von früher einfällt. So wie wir gerade jetzt vorhin im Gerät haben über das Spider-Man Atari-Spiel. Interessanterweise, das ist wirklich auf ewig. Ja, sag ja. Nein! Oh, mein letzter Mann.
Hast mich nicht nur, weil ich schön bin. Ja, irgendwann hat er mich da bzrack. Schaut ja auch aus wie ein Virus, der irgendwas befällt. Ja, das Raumschiff. Ja. Naja, und die Zweitwaffe auch, das ist irgend so ein Viech. Da treffen sich genau die zwei Richtigen. Ja, es war nicht weit genug. Ja, toll. Ich habe keine Chance. Denk, mein Guter, denk. Das ist wirklich wahr, ich kann nicht mal schießen. Der braucht so viel Fuel, dass er einmal schießen kann. Der Putzrack, der schaut also irgendwie aus wie von... No way, da. Also nein, der ist noch da. Ich war doch, das war schon. Ah, witzig. Witzig. Musiker. Mhm. Naja, komm mit der Galaktika. Das ist der Ende, aber. Ja, es wird mir schon reichen, das Atom ist gar nicht mal so schlecht, weil es schnell ist. Ah. Naja, der ist nicht so besonders. Ja, hallo. Na, der ist nicht schnell genug. Das wird er schnell. Tarnvorrichtung. Ja, was hilft mir die Tarnvorrichtung, wenn er da nicht rankommt? Ja, das ist. Ich habe aber nur mit zwei Besatzungsmitglieder. Ja, toll. Aber ja, mit zwei hast du auch letztes Mal. Ja, aber du hast noch ein paar Schiffe in der Hinterhand. Tja. So ist mir letztes Mal gegangen. Ja, voll reingeflogen. Oh. Ja, komm, Alter, schieß. Das gibt's nicht. Einer ist noch da. Einen habe ich noch. Ja, aber das ist genau das von wegen, wenn man Glück hat mit einem Schiff oder wenn man mit einem Schiff richtig gut umgehen kann. Aber es ist, ja... Ist auch das, wo fängt man an? Natürlich triffst mich wieder, na klar. Aha, das ist die AK-47, auch interessant. Mhm, ja. So, was haben wir denn noch? Ja, also die AK-47 hat eben die Spezialgeschichte mit, dass sie sich in einen Meteor verwandeln kann. Ja, nein, das ist, ich weiß nicht, jedes Mal in jedem Ding bin ich ein Sitting Duck. Egal was ich mache. Du kannst Blubberblasen machen. Ja. Meine Blubber. Natürlich triffst. Nein. Weg von der Sonne. Scheiße, die zieht mich echt an. Fuck. Weg. Das ist eins der wenigen Sachen, wo dein Schiff wirklich eine Katastrophe ist, ist halt eben mit Komm nicht weg. Schau dir das an. Aber siehst du, die Blubberblasen folgen dir, gell? Ja. Endlich mal hab nicht nur ich Pech. Das ist auch einmal schön zu sehen. Weil bei dem ist wieder die Katastrophe, es dauert urlang, bis sich der aufladet. Mit dem Barbershop-Quartett da drin. Hm.
Wer ist schneller? Ich glaube, meiner ist um ein Eizel schneller, aber es ist nicht viel, wenn er ein Meteorit ist. Ja, das Blöde ist nur das, ich kann mich nicht jederzeit zurückverwandeln. Ich war genau, du musst das aussitzen, ne, wenn du das einmal angewandt hast, den Meteoriten. Oder was auch immer das sein soll. Komet, kannst du auch sagen. Mein Blubber. Endlich. Das ewig, bis sich da irgendwas tut. Ich kann mir aber auch nicht immer. Nein, sofort kannst du nicht. Ja, das brauchst du auch ein bisschen was. Ich glaube, du musst voll sein. Das. Aber dafür, du ladst dich schnell auf. Ja, ein weiterer ewiger Kampf. Mehr ist es nicht. Going in for the kill. Ach, ja, aber dafür habe ich mich fast geopfert. Na, bravo. Quirna. So. Gut, die Sirenen können wir nicht viel anhaben bei zwei Crewmitgliedern. Ah. Aber du hast bestimmt mit Maschinengewehr. Den Dschihad. Genau. Dschihad. Nein! Schön daneben geschossen, ja super. Ja toll. Genau daneben, Titi. Was nehme ich? Tja, was wird's? Nep, nep. Bist der Roadrunner, hier ist nep, nep. Genau. Galaktiker oder Galaktiker? Schwere Entscheidung. Ich glaube, ich nehme die Galaktiker. Mhm. Ah, du kannst es abfetzen. Ja. Nur eben mein Fuel ist weg. Das ja, nein, du kannst es ja nicht aufrecht halten. Das ist ja der Schuss. Ah, der ist näher unten, dafür die Schüsse habe ich halt. Naja, du brauchst ja beide. Ja. Aber immerhin, du konntest meine zusammenfetzen. Das ist zum Beispiel auch was, was dir nicht jeder kann. Deswegen, wie gesagt, das Erdlingsschiff ist eigentlich das beste Gegenstück zu ihm. Nur, da ist auch eben auch das, je nachdem. Nein, oder flieg weiter, du offen. Ja, eh nur einer zum Glück. Für dich. Ja, toll. Gegen Astrid. Herrst! Alter! Fliegt gerade aus und dann auf einmal dreht er sich, der Trottel. Ja, super. Jetzt weißt du meine Frustration von vorher. Ja, ja. Flieg, flieg, flieg.
habe nur mehr Arm. Scheiße. Oh. Ist nur mehr die Sirene an Bord. Ja. Wow. Ruf an. Ja, genau. Ah. Ah. Super. Dafür ist er noch gegen Asteroiden geflogen. Alter. Alter. So, danke. Ja, also zweimal knapp gewonnen. Ja, toll. Super. Und vorher auch, also, ja. Ich sage ja, zweimal knapp gewonnen. Ja, und beim ersten Mal aufnehmen auch. Ach so, ja. Ja. Gut. Aber auch da nicht haushoch oder irgendwas. Ja. Heil dir, Urquan. Aber jetzt sehen wir auch mal das. Ne? Ja, genau, beim vorigen haben wir immer die Allianz gesehen und ich werde die nochmal raushauen. Von wegen bei der Allianz hätte ich gern die Little Scene gesehen, wo die Sirene auf die Pilotin trifft von den Erdlingen. Aber das sehen wir vielleicht ein anderes Mal. FSK 18, das schauen wir vielleicht ein anderes Mal an. Nee, aber das war jetzt Star Control 1 für den Commodore Amiga. Wie gesagt, uns hat es. Also uns gefällt es immer auch, wenn man sich schön aufregen kann. Es ja, ist einfach aber so. Aber es ist sehr kurzweilig, das Spiel. Und, ja, und wie gesagt, das Strategiepart ist sicherlich auch leiwand, nur wir haben damit ehrlich gesagt noch nicht irgendwas anfangen nicht können. Nicht so gut. Wir haben auch keinen Hut. Und zwischen die verschiedenen Varianten, was ich so weiß, die sind alle relativ gleich. Wie gesagt, bei C64er Amstrad und Spectrum, keine Ahnung, habe gar nicht mal gewusst, dass es für dort gegeben hat. Aber die anderen Varianten, PC, Amiga und halt eben Genesis oder Mega Drive, die sind relativ gleich. Also ich wüsste jetzt noch nicht großartig irgendwelche, dass die irgendwo was anderes ist oder was. Vielleicht die Musik ist ein bisschen anders, aber das war's. Gut, das soll es jetzt gewesen sein. Hoffentlich die Folge, dass das funktioniert hat mit Aufnehmen. Ohne technische Schwierigkeiten. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat es irgendwie Spaß gemacht, uns zuzuschauen bei dem Ganzen. Informativ, nee, war es nicht so. Und wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, falls ihr und wann ihr euch diese Folge anschauen solltet. Und wer weiß? Jetzt kann ich gar nicht mehr. Ja, so. Plopp. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell, nicht Urquan. Und genau. Tschüss und Papa.